Wie lief das heute? Lief das für dich nach Plan? Wurdest du überrascht? Ja, in der Eröffnung wurde ich erstmal überrascht. Und diesen Zug Springer BD7 spielt er normalerweise nicht. Und ich hatte mir schon bei dem Zug gedacht, dass er diese Idee mit H6, Turm E8, Springer E4 spielen würde. Weil ich weiß, das ist ganz interessant. Und zuerst war ich nicht so erfreut darüber, weil ich halt wusste, dass er das dann ziemlich sicher vorbereitet haben würde und ich demzufolge nicht. Was ja meistens nicht so gut ist. Und gut, ich denke, ich habe mich daran erinnert, dass es diese Läufer schlägt E4 und dann Schach-Idee gibt. Ich hatte das Gefühl, nach der Öffnung stand ich auch ein bisschen besser, aber dann habe ich mit Sicherheit einiges falsch gemacht. Also dort habe ich dann Figuren auf falsche Plätze gestellt und ich dachte zwischendurch sogar, es könnte sehr gefährlich für mich werden. Ich schätze mal, ich stand relativ schlecht. Als ich dann aber auf C4 nehmen konnte, den Läufer nach E4 gekriegt habe, war plötzlich sehr komplizierte Stellung, weil an sich langfristig steht er gut, aber er hat konkret sehr viele Probleme zu lösen und wir hatten beide relativ wenig Zeit und ja, dann habe ich halt geschafft, da einen Vorteil zu kriegen und dann nach der Zeitnot, denke ich, stand ich sogar schon auf Gewinn und das ist natürlich sehr angenehm, weil dann hatte ich schon eine Ruhe Zeit, alles zu verwerten. Wie sind die Chancen im Kampf? Ja, also zurzeit ist ja anderthalb, anderthalb und ich denke, Rasmus sollte auf keinen Fall verlieren. Ob er gewinnt, ist allerdings auch eine andere Sache. Also es scheint mir eine sehr komplizierte Stellung zu sein. Auch da wird sicherlich wieder die Zeit eine große Rolle spielen. Ich hoffe natürlich, dass er gewinnt, aber ich denke, auch mit dem 2-2 können wir schon recht zufrieden sein. Wie fühlt sich das an, an seinem Geburtstag erfolgreich eine Dame zu opfern? Ja, ey, das war ehrlich gesagt erstmal unfreiwillig. Also ich hatte übersehen, dass ich die Dame opfern musste. Das lief dann alles glücklich, dass das alles doch gut lief, aber ja, das war dann, ist natürlich schön am Geburtstag zu gewinnen, das ist klar. Und auch so ein Damenopfer ist natürlich ganz schön, aber dann, man sieht auch sofort alle Figuren harmonieren und ich habe ja auch sofort Turm und Figur gekriegt, da ist das fällt einem das dann doch ziemlich leicht. Wie ist die Umstellung für dich von den ganzen Einzelturnieren hin zu einem Mannschaftswettbewerb? Also merke ich auf jeden Fall, dass es was anderes ist. Einmal, weil natürlich auch das Ergebnis zu dem Zeitpunkt, wo man spielt, einen irgendwie beeinflussen kann, aber auch wie man generell die Partie angeht. Ja, also wenn ich nur für mich spiele, dann kann ich vielleicht etwas risikoreicher spielen, weil wenn ich verliere, im Prinzip nur ich. Ja, aber wenn ich hier verliere, merkt man schon, jede Verlustpartie ist für die Mannschaft schon sehr schwer abzufedern. Also das ist speziell gegen sehr starke Teams, ist dann der Kampf kaum noch zu gewinnen in den meisten Fällen. Deshalb, ja, da auf jeden Fall würde ich sagen, dass man sich halt daran gewöhnt, wie man damit umgeht. Ja, wann man die Verantwortung übernehmen will, wann lieber nicht, wann man lieber ruhig ist, wann ein bisschen risikoreicher, das ist nicht so leicht, denke ich, aber ich hoffe, ich habe mich da langsam dran gewöhnt. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Danke.